Wurde schon mal dein Vertrauen missbraucht? Wenn es dir wie den meisten Menschen geht, dann ja. Also mein Vertrauen wurde schon missbraucht und wahrscheinlich kennst du auch dieses Gefühl. Vielleicht hast du sogar genau jetzt dieses Gefühl und in diesem Video möchte ich dir einfach drei Dinge mitgeben, die dir helfen sollen, besser damit umzugehen, wenn dein Vertrauen missbraucht wurde und in Zukunft damit besser umzugehen, wenn dein Vertrauen missbraucht wird. Weil diese drei Dinge, die haben mir geholfen, mit einem glücklicheren, schöneren Gefühl weiter durchs Leben zu gehen. Und die erste Sache ist, du musst verzeihen lernen. Wir müssen verzeihen lernen. Ich habe lange Zeit den Menschen nicht verziehen, die mein Vertrauen missbraucht haben. Weil ich dachte, ich muss diesen Menschen verzeihen, damit es ihnen besser geht. Aber weißt du, wir müssen diesen Menschen verzeihen, damit es uns besser geht. Warum soll dieser Groll in uns weiterleben? Warum soll dieser Hass, diese Wut in uns weiterleben? Verzeih diesen Menschen, damit es dir besser geht. Und weißt du, Vertrauen ist wie dieses Blatt Papier. Wenn wir es verschenken, ist es ganz rein, es ist nicht zerknittert. Wir verschenken unser Vertrauen. Und einige Menschen gehen sehr, sehr sorgsam damit um. Die passen gut darauf auf, dass diesem Vertrauen nichts zustößt. Diese Menschen sind unser Vertrauen wert. Aber es gibt auch Menschen, die missbrauchen unser Vertrauen. Die lügen uns an. Die machen mit jeder Lüge, mit jedem Vertrauensmissbrauch eine kleine Ecke in dieses Papier. Und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und manche Menschen, die hintergehen uns, die stehen nicht hinter uns, die lügen uns an und die missbrauchen unser Vertrauen komplett. Und das Problem ist, auch wenn sie sich entschuldigen, auch wenn es ihnen leid tut, auch wenn sie alles dafür tun, dass das Vertrauen wiederhergestellt wird, dieses Blatt Papier, dieses Vertrauen, das wird nie mehr so wie vorher sein. Du wirst immer diese Stellen sehen, an denen sie dein Vertrauen missbraucht haben. Du wirst immer diese Stellen sehen, wo sie dich angelogen haben. Und deswegen möchte ich dir sagen, gehe gut mit dem Vertrauen um, was man dir schenkt, aber verlange auch, dass Menschen sehr, sehr gut mit dem Vertrauen umgehen, das du ihnen schenkst. Dein Vertrauen ist nicht selbstverständlich. Du bist nicht selbstverständlich. Die Menschen müssen verstehen, wenn du schon dein Vertrauen schenkst, dann sollten sie damit umgehen, denn wenn es einmal missbraucht wurde, wird es nie mehr so sein wie vorher. Und als letztes möchte ich dich fragen, was machst du, wenn dein Vertrauen missbraucht wurde? Wenn es dir wie mir geht oder ging, dann habe ich Schwierigkeiten gehabt, anderen Menschen mein Vertrauen zu schenken. Ich habe anderen Menschen misstraut, obwohl ich sie nicht kannte. Ich habe Menschen kennengelernt und konnte ihnen nicht vertrauen, wegen all dieser Erfahrung. Aber weißt du, du machst dir das Leben schwer damit. Du belastest dich, du belastest dein Herz damit. Ich habe gelernt, anderen Menschen zu vertrauen, auch wenn mein Vertrauen missbraucht wurde von anderen Menschen. Schenke Vertrauen. Sei offen für Menschen. Bestrafe nicht die Menschen, die neu in dein Leben kommen. Diese Menschen können nichts dafür, was dir vorher angetan wurde. Diese Menschen sind nicht verantwortlich dafür, was andere Menschen dir angetan haben. Sei offen für neue Menschen. Schenke dein Vertrauen. Und weißt du was? Manchmal schaue ich zurück. Und das solltest du auch machen. Schau zurück. Und denke daran, jeder Mensch hatte seinen Sinn in deinem Leben. Der eine Mensch war ein Geschenk und der andere Mensch war eine Lektion. Nimm es mit in dein Leben und lass nicht zu, dass diese Menschen, die dich nicht verdient haben, dein wunderschönes Leben immer noch zerstören können. Ich hoffe, dir hat diese Botschaft gefallen und ich wollte eigentlich nur dich daran erinnern, dass du Vertrauen haben kannst in andere Menschen, aber vor allen Dingen Vertrauen haben darfst in dich selbst. Wenn du das gefühlt hast, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Abonnier meinen Kanal, aktiviere die Glocke, damit du beim nächsten Mal sofort Bescheid kriegst, wenn ein neues Video online kommt. Und es ist schön, dass es dich gibt. Dein Björn.